Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Männern mit Möpsen. Bevor wir heute loslegen, möchte ich euch zuerst mal sagen, worum es hier nicht geht. Hier geht es nicht um Brüste, Melonen, Airbags, Bubis, Griffstücke, Hupen, Äumel, Bubus, Busen, Milchhügel, Babytränken, Silikongebirge, Tittenballons, Teile, Milchtüten, Dingdongs, Besugis, Ballermänner, Pampelmusen oder Wonneproppen. Der Name dieser Geschichte hier ist schlichtweg meiner Überzeugung entsprungen, dass die meisten Videospielheldinnen Männer mit Möpsen sind und der Tatsache, dass viele Zocker meines Alters ebenfalls Männer mit Möpsen sind. Ich zum Beispiel. Ich bin Anfang 40, habe Übergewicht und gerate schon bei der Erwähnung von Sport ins Schwitzen. Außerdem rauche ich wie ein Industrieschornstein und ernähre mich schlecht. Und wozu macht mich das? Ganz genau zu einem Mann mit Möpsen, Körbchengröße A. Aber darum geht's hier ja wie gesagt nicht. Und wer jetzt wegen des Spiels im Hintergrund denkt, ich würde gleich mit melancholisch verklärter Stimme darüber sinnieren, wie geil die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts waren, liegt ebenfalls falsch. Lasst euch eins gesagt sein von einem, der dabei war. Die 80er Jahre waren ein nach Haarspray stinkender, vom Kalten Krieg geprägter, neonleuchtender, nach Analog-Synthesizern und Drum-Machines klingender Albtraum. Und genauso gut oder schlecht wie jedes Jahrzehnt davor oder danach. Ich habe mich nämlich im Zuge der gerade mal wieder aufgekeimten Diskussion über die Darstellung der Frauen in Videospielen daran gemacht zu erforschen, wie das wohl damals war in der Urzeit und auf welche Arten weibliche Charaktere in den 80er Jahren dargestellt wurden. Am Ende haben sich dabei ein paar Stereotypen herauskristallisiert, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Und bitte nehmt das nicht so ernst. Heute geht es um zwei dieser Stereotypen, nämlich die gemopste Jungfrau und die sexuell ambivalente drogensüchtige Prostituierte auf der Flucht. Oh, und außerdem habe ich bei meinen Recherchen die erste stalkende Kampflesbe der Videospielgeschichte entdeckt. Gar nicht schlecht, also dranbleiben lohnt sich. Und jetzt geht's auch schon los. Eine der am häufigsten auftauchenden Frauenfiguren ist die geklaute Frau, auch bekannt als Jungfrau in Nöten. Es war einmal ein Ritter namens Arthur, der sich in regelmäßigen Abständen mit seiner Geliebten zu einem intimen Schäferstündchen in der Nähe des Friedhofs traf. Okay, damit fällt die Gute als Jungfrau eigentlich durch, aber wir sind nicht kleinlich. Doch eines Tages, als Arthur gerade der holden Jungfrau seine Turnierlanze präsentieren will, erscheint ein Dämon und mobst die Dame seines Herzens. Und was macht Arthur nach diesem furchtbaren Coitus Interruptus Dämonicus? Er denkt sich jedenfalls nicht, oh okay, ich gehe dann mal nach Hause, meine Freundin ist ja emanzipiert genug, um sich selbst zu retten. Er macht sich auch keine Gedanken darüber, ob die Frau sich vielleicht herabgewürdigt fühlen könnte, weil er versucht sie zu retten und ihr somit die Fähigkeit abspricht, den Karren selbst aus dem Dreck zu ziehen. Nein! All dies denkt Arthur nicht, sondern rennt einfach los, um seine Angebetete zu retten. Dies kann meiner Meinung nach nur drei Gründe haben. Vielleicht hat die Frau einen extrem starken Magneten im Hintern, der Arthurs Metallrüstung anzieht. Dagegen spricht jedoch, dass er auch dann noch versucht, sie zu retten, wenn Gegner seine Rüstung zerstört haben. Es könnte auch sein, dass die Frau die Scheidungspapiere noch nicht unterschrieben hat. Dagegen spricht jedoch die traute Zweisamkeit vor Auftauchen des diebischen Dämons. Also bleibt nur ein Grund übrig. Der Grund, dem wir traurige Popsongs und klassische Literatur verdanken. Der Grund, für den wir uns alle schon mal zum Affen gemacht haben und es noch tausendmal tun werden. Der Grund ist Liebe. Aus reiner Liebe überwindet Arthur den dämonischen Ansturm, doch die Kreaturen der Hölle geben nicht auf. Wieder und wieder versuchen sie sein Gefühl zu korrumpieren, indem sie ihm Dinge ins Ohr wispern. Worte, die sich tief in die Seele des Ritters fraßen. O Arthur, lass die Alte sausen, dann kannst du endlich wieder mit deinen Freunden abhängen und zocken, bis du umfällst. Doch Arthur ließ sich nicht beirren und kämpfte sich immer tiefer in den verwunschenen Wald hinein. Aber das Böse wusste, dass sich selbst die stärkste Rüstung irgendwann verbiegt und versuchte es weiter mit absonderlichen Stimmen in Arthurs Kopf. O Arthur, wenn du uns die Fregatte überlässt, ist es mit dem täglichen Duschen vorbei und du kannst endlich wieder im Stehen pinkeln. Der Schweiß brach Arthur unter seinem metallischen Schutzwall aus und das Böse spürte seine Schwäche. Es drang immer weiter mit teuflischen Zungen auf den gebeutelten Helden ein. O Arthur! Erinnerst du dich noch daran, wie sie reagiert hat, als du die Sache mit dem Dreier vorgeschlagen hast? Und so eine willst du zurück? Bange Gedanken schossen durch Arthurs Kopf, denn die Sache mit dem Dreier hatte zu einem hässlichen Streit geführt und zu 3 Wochen ohne Schäferstündchen.
Doch Arthur ließ sich trotzdem nicht beirren, genauso wenig wie die bösen Kreaturen, die weiterhin versuchten, seine Liebe in Fetzen zu reißen. »O Arthur, denk daran, wie komisch deine Freundin einmal pro Monat wird, wie unberechenbar und aggressiv.« Aber, und bevor das noch alberner wird, sage ich euch, wie es ausgeht, am Ende des Tages hatten die Dämonen natürlich keine Chance, denn Liebe gewinnt eigentlich immer. Na gut, nicht immer, aber meistens. Nach dieser ausgesprochen schwachen Figur kommt jetzt eine wirklich starke Frauendarstellung. Die Rede ist natürlich von Miss Pac-Man, die ihrem Mann irgendwann so auf die Nerven gegangen ist, dass er sie schlichtweg vor die Tür gesetzt hat. Doch anstatt rumzuheulen, hat die selbstbewusste Miss Pac-Man versucht, ihr eigenes Ding zu machen, was in einem Debakel endete. Liebesaffären mit Frauen, wie der ersten stalkenden Kampflesbe Sue, hier durch einen braunen Geist dargestellt, und ständig auf der Flucht vor Drogendealern und Kredithaien, denen sie noch Geld schuldet. Ohne festen Wohnsitz und regelmäßiges Einkommen irrt sie durch das Labyrinth des Lebens, immer auf der Suche nach der nächsten Dröhnung. Denn nur wenn sie auf den Wellen der Chemie durch ihr virtuelles Leben surft, fühlt sich Miss Pac-Man stark genug, ihren Verfolgern entgegenzutreten und auch ab und an mal eine Kirsche zu mopsen. Tragisch? Sicherlich. Aber auch ein Beweis für die beeindruckende Unverwüstlichkeit starker Frauenfiguren. Denn auch Miss Pac-Man hat es irgendwann geschafft, zu ihrem Mann zurückzukehren und ihr Leben auf die Reihe zu kriegen. Anders kann ich mir jedenfalls Baby Pac-Man nicht erklären, falls einer das Spiel kennt. So Leute, das war's jetzt aber auch erstmal zum Thema kompletter Blödsinn am Sonntagabend. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und seid nicht immer so zynisch. Bis bald, tschüss.